Einsamkeit, die aus dir ein Psycho macht. Psycho fragt, Psychopath, immer einsam in der Nacht. Völlig geisteskrank durch den Gang im Klinikum. Auf dem Weg nach draußen, wirklich keiner dreht sich nach dir um. Denn die halten dich ja alle für normal und die gehen an dir vorbei, als wärst du gar nicht erst da. Doch die Dunkelheit, die zeigt dir, wer du bist, weil du in verlassenen Häusern deine Nächte verbringst. In dem Raum, wo du ganz allein drin sitzt, um dich rum ist alles dunkel und dein Hass, der dich besitzt. Und dein Blick geht hinaus in die Dunkelheit, weil du weißt, es ist Zeit, deinen Hass zu befreien. Und dein Körper zieht dich los auf die Straße, nur dein Geist bleibt da sitzen, weil er diesen Hass verachtet. Voller Trauer und so unkontrolliert, weil dein Körper sein Geist immer wieder verliert. Immer wieder verliert. Das ist der Krieg gegen den Hass und sich selbst. Und der Körper ist das Ziel, siehst du, wie er zerfällt. Beide wollen ihn besitzen, doch nur einer geht. Und der Körper hat die Wahl, liegen oder stehen. Das ist der Krieg gegen den Hass und sich selbst. Und der Körper ist das Ziel, siehst du, wie er zerfällt. Beide wollen ihn besitzen, doch nur einer geht. Und der Körper hat die Wahl, liegen oder stehen. Ohne Plan, voll besessen durch die dunkle Stadt. Keine Menschenseele, doch ein Hass, der verlangt. Lass mich endlich raus, hab doch keine Angst. Du und ich, mein Freund, sind wie ein untrennbares Band. Du bist das Licht, was uns beiden diese Bilder bringt. Und ich bin das Dunkle, was den Körper hier lenkt. Und diese Stimme ist der Grund für dein Handeln, weil sie lässt dich auch in Zukunft fern vom Licht hier wandeln. In eine leere Hülle ohne Menschlichkeit. Wie in einem Koma bist du nur beatmetes Fleisch. Es gibt keine Hoffnung mehr, die dich erreicht. Deine Ängste zeugen Hass, der dich deutlich zerreißt. Und der Kampf gegen den Körper kann beginnen, denn dein Geist kehrt zurück und will den Hass in dir bezwingen. Er zwingt dich rauf, auf ein Dach zu gehen, um dir den freien Fall als die Erlösung zu geben. Als die Erlösung zu geben! Das ist der Krieg gegen den Hass und sich selbst, und der Körper ist das Ziel, siehst du, wie er zerfällt. Beide wollen ihn besitzen, doch nur einer geht. Und der Körper hat die Wahl, liegen oder stehen. Das ist der Krieg gegen den Hass und sich selbst. Und der Körper ist das Ziel, siehst du, wie er zerfällt. Beide wollen ihn besitzen, doch nur einer geht. Und der Körper hat die Wahl, liegen oder stehen.